Hallo Freunde, heute habe ich das Thema Wind. Wind und Energie. Oder Windenergie. Und zwar die Blume ist die, na, der Generator, ich bin der Wind. Und wenn ich puste, fliegen die. So, anstatt jetzt hier was wegfliegt, fliegt natürlich, wenn der Wind hier rein pfeift in diese Segel, dann gibt es Strom. Das nennt man Windenergie. Deshalb bin ich heute hier in Karlshof, bei Karlshof auf dem Feld. Sind einen halben Kilometer hier durch den Sumpf gelaufen, haben das Bein verstaucht. So, dann sind wir hier gelandet, um euch das mal zu demonstrieren, wie groß so ein Ding ist. Das ist nur 75 Meter hoch, nur ich stehe jetzt da Luftlinie, wie viel mag das sein, einen halben Kilometer weg. Es wird gerade geguckt, naja, gut 100 Meter. Nee, sind mehr wie 100 Meter. 200 Meter. Ich bin nicht davon weg. Und das ist ungefähr 70 bis 75 Meter hoch. Dann produzieren die in der Stunde, wenn der Wind richtig pfeift, zwischen 1000 und 2000 kW Strom. Und so eine Spannweite von so einem Flügel sind 15 Meter. Also mal zwei sind es über 30. Und ich würde die jetzt mal gerne demonstrieren lassen, wenn die so laufen, weil das muss ja immer so machen. Aber leider hört man nichts. Freunde, das war's mal wieder, frisch aus der Natur. Euer Frechenhausen und bis demnächst. Tschüss.